Dann habe ich auch schon angefangen, für den goldenen Chrom-Effekt meine Farben zu mischen. Hier benutze ich eigentlich immer dieselben Ölfarben von Schminke und verlängere sie mit Leinöl. Ein besonderer Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr euch vorab eine Farbskala mischt mit allen Gelb-, Braun- und Schwarztönen, die es gibt. Es kann von Hellgelb bis Dunkelgelb, von Kühl bis Warm gehen. So habt ihr schon mal allgemein einen besseren Überblick und je mehr Gelbtöne ihr integriert, desto echter wirkt es. Am Ende habe ich dann auch auf seinen Wunsch hin wieder die Leinwand schwarz grundiert und am Ende habe ich noch einen kleinen Violinschlüssel in dem Bild versteckt, was für seine Leidenschaft zur Musik steht. Am Ende habe ich dann wie immer noch meine Glanzpunkte hinzugefügt und sie mit Acrylspray verstärkt. Ich finde, so kommt der Chrom-Look am besten zum Vorschein und ich finde, es hebt nochmal vom schwarzen Hintergrund ab. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu dem Bild sagt und macht unbedingt das Plus weg, wenn ihr seine Reaktion sehen wollt.